Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, das Zeitalter der Digitalisierung verändert die Kommunikation und vor allem das Denken und Handeln der Menschen extrem. Ein autoritärer Führungsstil ist, und das war ja offen gesagt schon immer, völlig unbrauchbar. Gefragt ist mehr denn je Empathie und Teamplay. Mein heutiger Interviewgast gehört zu den führenden Experten für Emotionen und Persönlichkeitserfolg. Seine Keynotes, Vorträge und Seminare zeichnen sich durch die richtige Mischung von Motivation, Spaß und über 18 Jahren Fachwissen aus der Hirnforschung aus. Top-Manager, Mitarbeiter und Personen aus dem öffentlichen Leben schätzen seine Expertise und er ist natürlich auch Mentor in der First Mobile Academy Come to Coach. Also holt euch nach dieser Podcast-Episode gleich die Mobile App auf euer Smartphone und schaut gerne mal rein, was unsere Mentoren hier für euch vorbereitet haben. Genug der vielen Worte, freut euch nun auf das Gespräch mit Dirk Oliver Lange. Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du bei uns bist heute im Interview mit Dirk Oliver Lange. Dirk Oliver, bist du ready und wollen wir loslegen? Ich bin ready und freue mich darauf, loszulegen mit dir. Schön. Wir haben uns ja schon ein bisschen im Vorgespräch warm gequatscht. Aber vielleicht kannst du dich selbst jetzt hier nochmal kurz vorstellen. Wer ist Dirk Oliver Lange privat und was genau dein Business ist? Ja, also ich bin in Hamburg, ich lebe in Hamburg. Bin privat, würde ich sagen, eher ein ruhiger Mensch, der lieben gerne in der zweiten Reihe steht, als sich in die erste Reihe zu drängen. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich beruflich mache. Ich liebe es zu reisen. Und die größte Faszination für mich ist es immer noch, sich mit interessanten Menschen zu umgeben und auszutauschen. Geschäftlich habe ich drei Säulen. Das eine ist meine Akademie für Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensführung. Die zweite Säule ist, dass ich als Redner auf der Bühne stehe zu den Themen Emotionen und Persönlichkeitserfolg. Und das dritte ist meine große Leidenschaft, das Schreiben. Sowohl als Bücher in Büchern oder Artikel in Blogs oder für Zeitungen. Meine Lieblingsfrage ist zu Beginn jedes Interviews einfach so die Frage nach dem Glaubenssatz. Gibt es so in deinem Leben ein Erfolgszitat oder Mantra, was du so schon seit längerem mit dir rumträgst? Da gibt es eine ganze Menge sogar. aber ich habe ein bestimmtes und das nutze ich tatsächlich selber auch immer wieder. Das heißt, Leben beginnt am Ende der Gesellschaftslügen. Wenn wir beginnen, uns nicht mehr zu vergleichen, dann beginnt unser wahres Leben. Oh, das, kannst du das nochmal wiederholen, damit wir uns das auf der Zunge zergehen lassen? Ja, Leben beginnt am Ende der Gesellschaftslügen. Wenn wir beginnen, uns nicht mehr zu vergleichen, dann beginnt unser wahres Leben. Schön. Warum das Zitat? Du aus eigener Erfahrung. Also wir merken das immer, wenn etwas Neues auf den Markt kommt, sei es Themen wie Storytelling oder sonst was. Wir kriegen so unglaublich viele Informationen, wie du etwas zu machen hast im Leben, wie du dich zu verhalten hast. Ja. Und dadurch verlieren wir uns ganz oft selbst. Und diese Anforderungen haben wir wirklich jeden Tag. Und wer da darauf achtet, bei sich selber zu bleiben und zu sagen, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin, der kommt einfach wesentlich besser durchs Leben.
Nimmst du auch irgendwie so einen Wandel gerade wahr? Also du hast es ja gerade angesprochen, dass unglaublich viele Tipps da, was ich besonders schön finde, sind so die Blogartikel, die drei wichtigsten Schritte für deinen Erfolg oder die 10 Tools für ein besseres Leben oder was? Also irgendwie habe ich so den Eindruck, die Leute suchen nach Abkürzungen, nach Shortcuts, aber eher auch nach ausgetrampelten Pfaden, die sie nicht, um nicht selbst den Weg zu gehen, ja? Ja, definitiv. Also ich finde die Zeit, die wir haben, unglaublich spannend. Ich habe auch das Gefühl, wirklich, wir erfinden uns gerade neu. Ist jetzt ein bisschen pathetisch wahrscheinlich dahergesagt, aber wirklich so empfinde ich das. Die Möglichkeiten, die sich gerade ergeben, sind so umfangreich und das finde ich unglaublich faszinierend. Wie gesagt, die Informationen, die so auf dem Markt umherschwirren, auch die gilt es halt immer so ein bisschen zu hinterfragen, weil das ist so der Klassiker, so wie du sagst, hier die 11 Tipps, da die 7 Empfehlungen und so weiter. Wenn man ein bisschen nachfragt, merkt man, okay, das ist jetzt oberflächlich dargestellt, aber da fehlt mir so ein bisschen der Background. Ja. In deinem Erfolgszitat, was du uns gerade genannt hast, kam der Begriff Vergleichen vor. Jetzt fängt das ja schon alles in der Schule an, ja? Also dieses ganze Vergleichen mit den Mitschülern vergleichen. Es ist weniger das Wir, das Team, sondern eher so das, wo stehe ich im Vergleich zu den anderen? Und das ist ja sehr stark in uns konditioniert worden. Glaubst du, dass unser Gesellschaftsmodell per se noch zukunfts- oder tragfähig ist? Nein, definitiv nicht. Also du hast gerade die Schule erwähnt, das ist so ein bisschen ein Wunderpunkt gerade bei mir, ausgelöst durch Klienten, die ich betreue, weil ich da gerade ein verantwortungsloses Verhalten von Pädagogen mitbekomme, hier in Schulen in Hamburg, mit der Ausnahme bestätige mal die Regel, ist klar, aber ich denke, dass Pädagogen ein unglaublich hohe Verantwortung haben unseren Kindern gegenüber. Und es geht darum, doch den Kindern Flügel zu verleihen und sie nicht herunterzustufen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nichts wert sind. Und da sind bewegen sich einige Lehrer sehr am Rande, muss ich sagen, die sich ein wenig hinter ihrem Beamtenstatus verstecken. Die ihre Machtposition missbrauchen, ist ganz klar. Und wo ich mir sicher bin, die würden in der freien Wirtschaft nicht einen Monat überleben. Ja. Schön, dass du auch nochmal die Abgrenzung vorgenommen hast. Es gibt natürlich Lehrer, die das mit Bravour machen, die entsprechend ihrer pädagogischen Rahmenbedingungen versuchen, so viel Kreativität walten zu lassen, wie nur irgendwie möglich ist und da auch sehr engagiert sind. Aber der Großteil, so nehme ich das eben auch wahr, könnte hier noch ein paar Impulse gebrauchen. Ja, aber der Unterschied ist, die, von denen du gerade gesprochen hast, die ich in der Tat auch kenne und die ich wirklich bewundere, was ist denn der Unterschied zwischen den anderen, die ich gerade angesprochen habe? Ganz einfach, die entwickeln sich weiter. Ja, genau. Die fördern ihre eigene Persönlichkeit. Die sagen, das, was ich auf Lehramt gelernt habe, das genügt nicht, das kann nicht ausreichen. Und die Negativbeispiele, die tun nichts. Die haben irgendwann mal dieses Lehramt gelernt und danach stehen sie den Kindern gegenüber. Und das finde ich einfach grob verantwortungslos heutzutage. Ja. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht noch ein bisschen mehr so über dich, was mir persönlich auch immer wichtig ist, die Interviewgäste ein bisschen intensiver vorzustellen. Nimm uns doch mal mit in deine Schuhe, in dein Leben. Gab es bei dir so einen Moment, an dem du es richtig schwer hattest oder was wirklich so ein Game Changer war? Einen? Da gab es eine ganze Menge. Also ich denke, ich habe mittlerweile auch ein Alter erreicht, wo man eine ganze Reihe von diesen Momenten auch haben darf. Ich habe vor vielen Jahren in der Tat einen Punkt gehabt, da habe ich einen Partner mit in einen meiner Unternehmen mit reingenommen und der hat das Unternehmen also in wenigen Monaten so runtergewirtschaftet, dass ich es, um es mal platt zu sagen, gegen die Wand fahren musste.
Und da habe ich wirklich die Erkenntnis gewonnen, also keinen Partner mehr mit ins Unternehmen zu nehmen, sondern das immer Inhaber geführt zu führen. Und seitdem bist du einzeln oder als einziger Inhaber unterwegs? Ganz genau. Ich arbeite mit hervorragenden Partnern zusammen, aber die sind alle, haben alle ihre eigenen Unternehmen und wir bilden dann immer, wenn wir einen Auftrag von einem Unternehmen haben oder je nachdem, welchen Anlass das ist, ein sogenanntes Kompetenzteam. Somit kann ich unseren Kunden und unseren Klienten auch gewährleisten, wirklich immer das Beste vom Besten zu bekommen, was für sie in der Situation notwendig ist. Ja. Jetzt haben wir ja für diese Podcast-Episode eine Headline gefunden, warum ein emotionsloses Management nichts mit Führung zu tun hat. Wie wichtig ist Emotion oder emotionales Führen generell, um erfolgreich Unternehmen aufzubauen oder auch zu gründen? Für mich stehen die Emotionen an Nummer eins. Denn ohne Emotion können wir keine Entscheidung treffen. Das wissen viele nicht. Wir treffen alle unsere Entscheidung aufgrund von Emotion und erst im zweiten Schritt versuchen wir, sie logisch rational zu begründen. Aber wir kennen alle so eine Situation, dass wir etwas getan haben im Leben. Es hat nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Und es kam wie von alleine die Aussage, ja, eigentlich habe ich es gewusst, dass es nicht funktioniert. Ob jetzt im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich oder sonst was. Und genau das waren die Emotionen. Und Emotionen zeigen sich ja durch Freude, durch Begeisterung, durch Wut, durch Trauer, durch Zorn, durch Angst. Und wie gesagt, ist die Basis von all unseren Entscheidungen. Ist das eine besondere Fähigkeit, ein Talent? Also ich meine, Emotionen sind ja per se mal in uns allen, aber irgendwie scheint ja dann doch ein Schalter umgelegt zu werden, sobald wir das Unternehmen betreten oder ein Team führen sollen, dass diese Emotion aus dem, die wir kennen aus dem Privatleben, dann irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Also ein Talent ist es nicht, du hast es schon ganz richtig gesagt. Emotionen stecken in uns allen drin. Nur je älter oder je reifer der Mensch wird, umso mehr verbietet er sich, diese Emotion zu leben. Und genau das ist das, wo ich ansetze, den Menschen wieder zu erlauben, die Emotion zu leben, weil das ist der Schlüssel zu dem, wonach sie sich wirklich sehen im Leben. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was so für Klienten zu dir kommen, also mit welcher konkreten Problem- oder Aufgabenstellung und wie du ihnen hilfst, dann wirklich zu erkennen, dass Emotionen ein wesentlicher Bestandteil in der Führung von Teams, von Unternehmen ist. Ja, also wir haben uns spezialisiert auf Unternehmer, Führungspersönlichkeiten und Personen des öffentlichen Lebens, sind aber prinzipiell für jeden da, der unsere Leistung in Anspruch nehmen möchte. Und es sind oftmals, gerade so in den oberen Führungsetagen, sind es persönliche Dinge, die damit einspielen. Und es gilt oftmals, diese Maskerade abzunehmen. Also ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe halt hier gestandene Persönlichkeiten vor mir sitzen, ob es jetzt ein Vice President ist oder ein CEO oder ein Geschäftsführer. Und die sitzen mir gegenüber und erzählen mir eine Stunde lang das, was sie immer erzählen. Also haben eine Stunde lang ihre Maskerade auf. Und ganz am Ende frage ich sie, und was möchten sie mir wirklich erzählen? Und dann brechen gestandene Männer in Tränen aus. Weil ihre Maskerade nicht funktioniert hat und jemand tatsächlich mal hinterfragt. Und nicht das als gegeben nimmt, was derjenige von sich gegeben hat. Und es ist einfach so, je höher die Position im Unternehmen, umso dünner die Luft. Umso weniger Freunde hat man, umso weniger Vertraute hat man. Ja. Und genau dafür sind wir da. Wir sind also wirklich Sparingspartner. Also deswegen habe ich halt auch eine ganze Menge an sogenannten Jahrescoachings, wo ich an der Seite von diesen Menschen bin, ob es jetzt ein Schauspieler ist oder ein Vorstand, weil sie wissen, sie haben jemand Neutrales,
den Sie mehr oder weniger rund um die Uhr erreichen können. Und immer wenn es brennt, brauchen Sie ohne einen Imageverlust oder sonst etwas, können Sie mit mir kommunizieren und wir finden zusammen eine Lösung. Ich würde gerne nochmal in den Moment rein, wo es um das Thema Vertrauen geht. Weil auch das bemerke ich gerade auch in komplexeren Unternehmensstrukturen, zum Beispiel in Konzernen. Man ist an der Spitze relativ einsam unterwegs und muss aber irgendwie so in diesem ganzen Organigramm so seine Vertrauten finden. Also zum einen die Frage an dich, wie baue ich Vertrauen auf und vielleicht wie finde ich auch die Leute im Unternehmen, denen ich vertrauen kann? Auch da setzen wir letztendlich wieder bei den Emotionen an. Das, wonach wir uns sehen, also wie wird denn Vertrauen aufgebaut? Emotionen baut Vertrauen auf. Authentizität baut Vertrauen auf. Ne? Wir leben ja alle nach diesem Auer-Prinzip, wie es abgekürzt heißt, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und wenn ich diese beiden Faktoren bekomme, respektive auch gebe, dann baut sich Vertrauen auf. Das ist durchaus deckungsgleich auch mit dem Verhalten, mit meinem Verhalten im Privaten, ne, dass ich das gar nicht verändern muss im Geschäftlichen, sondern wenn ich wirklich achtsam, wertschätzend, wahrnehmend, dem anderen zuhörend, also dazu in der Lage bin, dann habe ich natürlich auch eine Chance, den auf der anderen Seite ein Signal zu senden und zu sagen, hey, du kannst mir vertrauen, kann ich dir vertrauen? Ganz genau. Und das hat nichts mit Investitionen zu tun, ja, sondern es gibt wirklich Vorzeigeunternehmen, wo der Inhaber oder der Geschäftsführer wirklich jeden Namen von seinem Mitarbeiter kennt. Der morgens durch die Werkshalle geht und die Leute persönlich begrüßt, das hat ihn nichts gekostet, aber hat eine unglaublich hohe Wertschätzung. Und wenn man die Mitarbeiter fragt, dann reden die von unserem Unternehmen. Ja. Und nicht, ich arbeite irgendwo. Ja. Und das ist das, wonach wir uns letztendlich alle sehen. Ja. Nun ist ja die Anwendung solcher Tools, also wenn du sagst, kennt die Mitarbeiter im Unternehmen, dann kann ich mir das ja zu eigen machen und kann ja das trainieren und die Namen auswendig lernen. Die noch viel schwierigere Geschichte ist, aber die innere Haltung zu verändern. Und das ist ja auch ein längerfristiger Prozess. Wie schaffe ich das? Du begleitest ja auch deine Klienten über einen längeren Zeitraum. Wie schaffe ich es, A, kontinuierlich dran zu bleiben an diesem Wandlungsprozess, an diesem inneren eigenen Selbstbild, ne, was ich ja dann verändern muss, um dann letztendlich auch eine andere Haltung oder ein anderes Handeln zu verursachen. Aber also was gibst du deinen Klienten an die Hand, dass das gelingt? Also was ich immer wieder bemerke, ist der Fehler, dass wir zu schnell das große Ganze verändern möchten. Mhm. Veränderung oder Verbesserung beginnt in der kleinsten Zelle, soll heißen bei jedem Menschen selbst. Und wenn ich als Führungspersönlichkeit mein Umfeld ändern möchte, verbessern möchte, dann gilt es zuerst bei mir anzufangen, meine Persönlichkeit weiter zu schulen, meine Empathie zu entdecken. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, bevor ich die Wirkung, das Drumherum anfange zu verändern? Weil ich sage immer wieder, wir haben leider Gottes viel zu viele Führungskräfte in Deutschland und viel zu wenig Führungspersönlichkeiten. Und die brauchen wir. Ja, stark. Bei den Persönlichkeiten, dass wirklich die Person in den Vordergrund kommt, ne, in das Zentrum. Ja, und also dass das Thema Egoismus und Gier in Unternehmen ist erschreckend. Es ist erschreckend, wie solche Unternehmen tatsächlich funktionieren. Wir kriegen ja immer nur so die Ausläufer mit. Ich möchte jetzt mal Stichwort Bankenkrise sagen. Da konnten wir doch miterleben, was Egoismus und Gier mit Menschen macht in Unternehmen und wo es hinführt. Ja. Na gut, jetzt höre ich natürlich auch immer wieder die Stimmen zu sagen, ich habe eine erfolgreiche Position, die habe ich einfach durch
meine Ego-Perspektive erreicht. Ne? Die habe ich halt einfach durch meine Art des emotionslosen Führens erreicht. Warum soll ich was ändern? Was macht das für mich? Es würde ja nur meine Position schwächen. Es würde mich verletzbar machen. Ne? Wenn ich meine Emotionen zeige, macht mich das ja verletzlich. Ich würde mich mehr öffnen für andere Menschen. Also warum soll ich was ändern? Warum soll ich meine Macht aufgeben? Genau, da du sagst es richtig, es geht um Macht. Es geht um die Ich-Position. Weil ich verspreche dir, wenn ich in dem Unternehmen mit den Mitarbeitern sprechen würde, dann würden wir aber eine ganz andere Musik hören. Und das sind Unternehmen mit so einer Führungsetage, die werden nicht überleben. Werden sie nicht. Die Generation Y macht es uns vor. Ja. Vor Jahren hatten die Unternehmen die Machtposition zu sagen, wir suchen uns unsere Mitarbeiter aus. Da standen Hunderte vor der Tür und die Personalentscheider mussten nicht mal aus ihrem Sessel sich bewegen, weil es waren genügend da. Und irgendwann kam niemand mehr. Irgendwann stand niemand mehr vor der Tür. Ja. Und heutzutage sind wir angekommen, dass die Unternehmen sich bewegen müssen. Was kann ich meinen Mitarbeitern, was kann ich dem Menschen bieten, dass er das Wertvollste, was er hat, nämlich seine Lebenszeit dafür einsetzt, für unser Unternehmen tätig zu sein? Und ich finde diese Entwicklung großartig und genau den richtigen Schritt. Ja. Das ist auch das, was ich so erlebe, gerade auch wenn wir zum Beispiel neue Mitarbeiter einstellen, aber auch Freelancer. Ja, also die überlegen sich ganz genau, wie ist das Thema, wie ist das Klima im Unternehmen, aber auch wie ist die Beziehungskultur. Ja, also du hast sie gerade angesprochen, Generation Y. Das sind die Leute, die sich ganz genau überlegen, für welche Organisation oder auch Struktur sie arbeiten. Und wenn das dieses klassische Pyramiden oder diesen Pyramidenaufbau hat, der, wo ich wirklich oben jemanden habe, der emotionslos, wirklich knallhart die Ziele verfolgt, ohne links und rechts zu schauen, dann wollen die, wie du es ja auch gerade gesagt hast, schlicht und ergreifend nicht für dieses Unternehmen arbeiten. Genau, ganz genau. Und also meine große Leidenschaft, und das ist ja auch die Basis meines Mentalcoachings, ist die Hirnforschung, die Neurowissenschaft. Und wir haben durch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse so viele Informationen. Wenn wir davon nur einen Bruchteil umsetzen, haben wir schon so eine Verbesserung in Unternehmen. Ja, es sind neue Wege, das gebe ich offen zu. Aber du glaubst gar nicht, was für eine Wirkung ein Firmenhund zum Beispiel hat. Ich weiß. Zur Entspannung der Mitarbeiter. Jeder möchte plötzlich Gassi gehen. Der Hund kann gar nicht so oft Gassi geben, wie die Mitarbeiter Gassi gehen möchten. Aber es trägt zur Harmonie dabei. Ne? Oder gemeinsam Mittag zu essen oder den Mitarbeitern Getränke zur Verfügung zu stellen. Das trägt alles dazu bei, Kreativität braucht Raum. Raum und Zeit. Und genau das schaffe ich. Und als Unternehmen habe ich hervorragende Ergebnisse dadurch. Ja, spricht auch für die Entfaltung der Potenziale bei den Kollegen, bei den Mitarbeitern. Ja, also wenn ich sowas natürlich fördere, ist natürlich, das verändert schlicht und ergreifend die Unternehmenskultur, aber auch so die DNA der Marke, des Unternehmens selbst. Ne? Also diese, vielleicht auch diese Sichtbarkeit der Leute. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich habe ein Unternehmen mit einem Vorstand und kann die Leute wirklich auf eine sympathische Art und Weise, absolut authentisch natürlich, setzt es voraus, sichtbar machen, dann ist ja das auch eine gewisse Signalwirkung in das Unternehmen, aber auch nach außen. Und wir können ja auch bemerken, welche Unternehmen gewinnen denn wirklich an Wert. Sind die Unternehmen, die anfangen, die Potenziale der bereits bestehenden Mitarbeiter zu fördern. Ja. Nicht ständig neue Mitarbeiter zu suchen, sondern damit zu beschäftigen, Herr Müller ist in Position X, gehört er dort überhaupt hin? Oder hat er vielleicht ganz andere Begabungen, die für unser Unternehmen viel wertvoller sind? Also dieses Profiling zu machen, wirklich auf die Menschen zu hören, sich mit ihnen zu beschäftigen, das ist ein wenig Aufwand, ja, aber genau dafür sind wir extern ja da,
dieses Potenzial ans Tageslicht zu fördern und dann Empfehlungen auszusprechen. Herr Müller würde sich in diesem Unternehmen viel besser dort und dort eignen, weil wir sehen natürlich auch immer gerne nur das Negative anstatt das Positive. Mhm. Du hattest schon ein paar Beispiele genannt. Wie kann ich die Beziehungskultur in einem Unternehmen tatsächlich fördern? Also wie schaffe ich, dass die Mitarbeiter zu mir als Führungskraft oder als Geschäftsführer oder als CEO einfach Vertrauen haben? Also es kommt jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Ich würde die Strukturen erstmal unterteilen. Also wir nennen es Königreiche, je größer das Unternehmen ist. Wir bilden also kleine Teams, die in sich erst einmal von allen, die in diesem Team dazugehören, wissen, welche Menschen sind in diesem Team. Was bewegt die? Welche Sorgen haben die vielleicht? Wo kann ich die fördern? Und so weiter und so fort. Und wenn es ein größeres Unternehmen ist, kann ich natürlich dann als CEO mich, ich sag mal, teamweise vorarbeiten. Das Wichtige ist da einfach, die Nähe auch darzustellen. Wirklich zu sagen, ich bin hier jemand zum Anfassen. Mit mir kann man sprechen und ich möchte bitte auch, dass das mit mir besprochen wird. Ja. Mhm. Heißt natürlich auch so eine gewisse Selbstreflexion, die ja in mir stattfinden muss, bevor ich überhaupt mit meinem Handeln anderen gut tun kann oder meine Emotionen zeigen kann, ne, mich verletzlich zeigen kann. Wie kann ich aus deiner Sicht Abschied nehmen von diesen ja doch bequemen Denkmustern, in denen ich mich befinde? In der persönlichen Weiterentwicklung. Weil genau dort lernst du, Fehler machen im Leben gehört dazu. Ja. Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe auch Menschen verletzt, nie bewusst, sondern immer aus der eigenen Situation heraus. Aber ich würde heute nicht da stehen, wo ich stehe, wenn ich diese Fehler nicht gemacht hätte. Und das sind Glaubenssätze, die halt noch in zu vielen Köpfen drinstecken, zu sagen, du darfst keine Fehler machen. Doch, bitte mach so viele Fehler, wie es notwendig ist. Ich mache selber jeden Tag Fehler, weil mit jedem Fehler, den ich mache, lerne ich. Ist auch so eine konditionierte Denke, ne? Dass ein Fehler ein Problem darstellt, aber dass es einen Lerneffekt haben kann, das ist nicht so in uns drin. Genau, ein Problem ist doch wirklich nur eine Aufgabe des Lebens. Wir werden nur darauf hingewiesen, dass es so nicht funktioniert und wir uns hinsetzen sollen und sagen, okay, wenn es so nicht funktioniert, dann funktioniert es anders. Ja. Nichts anderes ist ein Problem, es ist eine Aufgabe. Ja. Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist Come to Coach, the first mobile academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Wir hatten es gerade in dem Vorgespräch, fand ich auch super spannend, dass so die innere Haltung, also die Veränderung des oder sagen wir es mal so, die Definition von eigenen Werten und die daraus resultierende Verhaltensänderung einen unglaublichen Einfluss auch auf den Service an einem Unternehmen haben kann. Ja.
Wir hatten ein paar Beispiele gesprochen, dass wir in Deutschland ja nicht unbedingt bekannt sind für einen guten Service. Und ich denke, wenn dieses Umdenken stattfinden würde, hätte das auch irgendwie einen Einfluss natürlich auch auf das, was wir anbieten können. Ja, nicht nur von Produkten, sondern natürlich auch für den Kunden irgendeine Servicedienstleistung. Ja, es liegt auch oftmals an der Unwissenheit. Also ich gebe ja Seminare für Hotels und dort zielgerichtet aus der Sicht des Gastes. Das heißt, viele Mitarbeiter in Hotels, die haben sich noch nie Gedanken gemacht, wie tickt denn der Gast überhaupt? Was denkt er denn? Was fühlt er denn? In welchen Mustern läuft er? Also ich bin ja auch regelmäßig in Hotels unterwegs und du hast deinen Ablauf und da ist das Hotel unabhängig. Du weißt, Check-in, zack, aufs Zimmer, Sakko ausziehen, Schuhe in die Ecke werfen, welche Abläufe man da hat. Und wenn ich aber weiß, wie der Gast tickt, bietet sich ein unglaubliches Potenzial für das sogenannte Upselling, also wirklich auf den Gast einzugehen. Ich habe mal eine unglaublich tolle Situation kennengelernt, was für mich wirklich Service Excellence ist. Da bin ich spät in ein Hotel gekommen und die Dame an der Rezeption sagte zu mir, oh, da haben Sie aber einen langen Tag gehabt, darf ich Ihnen erstmal einen Cappuccino anbieten? Mhm. Und das ist Service Excellence. Das ist aufmerksam zu sehen, sich über diese Standardbegrüßung hinwegzusetzen und eine Beziehung aufzubauen. Ja. Im Grunde hast du gerade den Schlüssel genannt. Also der Schlüssel, sich für den anderen tatsächlich interessieren und daraus resultiert einfach dein Handeln. Ja. Absolut. Ja, und genau, um wirklich ernsthaft zu interessieren. Also so ein schönes Negativbeispiel, was ich gerne bringe, ist, das hast du sicherlich auch schon mal erlebt, wenn du dich auf der Messe, egal auf welcher Messe, auf der Messe mit jemand unterhältst und der dir in dem Gespräch permanent über die Schulter guckt oder den Kopf wegdreht, anstatt das Gespräch bei dir zu führen. Mhm. Geht einfach gar nicht. Ja. Da ist keine Wertschätzung, da ist keine Anerkennung und das ist dann auch eins der Gespräche, die ich dann abbreche, das auch kommuniziere, dass ich es jetzt abbreche. Ja. Dann habe ich zwar plötzlich die Aufmerksamkeit, aber der erste Eindruck, das Vertrauen, das ist weg. Ich sehe das ehrlich gesagt auch als Riesenchance für kleine, vielleicht auch inhabergeführte Unternehmen, hier den Unterschied zu machen zu Großkonzernen. Ja, also wenn ich an mein Autohaus zum Beispiel denke, ja, das ist so mein Lieblingsbeispiel, dann müsste ich eigentlich als Technikfanatiker das Auto wechseln, weil ich keine Möglichkeit habe, komfortabel mein Telefon damit zu, also man kann telefonieren, aber die Funktion des Telefons kann ich halt über dieses Auto nicht verwenden. Aber es ist ein kleiner Familienbetrieb, 4 Generationen arbeiten dort und es ist für mich, wenn ich ein Problem habe, dann schicken die 3 Fahrzeuge, die mein Auto abholen, mir einen Ersatzwagen da lassen oder sonst was. Also es ist wirklich ein Service, der mich einfach immer wieder überwältigt, aber die halten das Level halt auch. Ja? Es ist nicht so, dass bis zur Unterschrift des Vertrages ist man so der Premium-Kunde und wechselt dann in ein anderes Fach, wenn man dann Kunde ist, sondern es ist einfach konstant, kontinuierlich ein Top-Service. Also das hat diese Unternehmenskultur durchdrungen bis zum letzten Service-Mitarbeiter. Also das ist wirklich für mich immer wieder ein Erlebnis und macht mir richtig Spaß. Und ich glaube, diese persönliche Nähe herzustellen, ja, dass die Leute auch irgendwie deinen Namen kennen und in der Lage sind, so deinen Kopf aufzusetzen, ja, durch deine Augen zu schauen, das finde ich einfach riesig. Würdest du sagen, dass das irgendwie zusammenhängt, dass du sagst, wenn ein Mensch empathisch ist oder auch, also diese Empathie nicht ablegt, nur weil er jetzt geschäftlich unterwegs ist, aber dass die Empathie eine Voraussetzung dafür ist, wirklich durch die Augen des anderen schauen zu können? Stimme ich dir 100%ig zu. Und ich plädiere halt auch immer davor, an kleine und mittelständische Unternehmen, habt keine Angst vor den Großen.
sondern konzentriert euch auf eure Stärken, auf das, was die Großen gar nicht leisten können. Und genau das ist es, was du gesagt hast, das ist der Service. Denn unbewusst wähle ich mir ja zum Beispiel auch einen Stadtteil aus, in dem ich wohne, wo ich sage, ich möchte meinen Bäcker haben, wo man mich kennt, ich möchte meinen Supermarkt haben, ich möchte meine Reinigung haben, wo man mich mit einem Lächeln empfängt, wo man vielleicht sogar meinen Namen weiß. Das ist wichtig. Das ist wichtig, um sich wohlzufühlen und das ist letztendlich auch der Weg, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist das, was im Moment in unserer Welt auch passiert. Unsere Welt wird durch Angst gesteuert. Ob es die Pharmaindustrie ist, ob es die Banken sind, ob es die Versicherungen sind, ob es Inkassounternehmen sind, selbst bis zum Supermarkt. Wir bekommen so viele unbewusste Angstbotschaften. Wenn du jetzt nicht zugreifst, dann ist das morgen nicht mehr da. Mhm. Was ein absoluter Quatsch ist. Das Produkt ist morgen ganz genauso da. Mhm. Vielleicht in einer leicht veränderten Form, aber es wird nicht nicht da sein. Und da in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Ja. Und sich auf die Dinge zu besinnen, die wir Menschen uns alle wünschen. Also wie Zuversicht, wie Liebe, wie Hoffnung, wie Glückseligkeit. Ja. Vor allen Dingen auch interessant, wie die Digitalisierung hier mit reinspielt. Wie du ja auch vorhin gesagt hast, emotionales Führen bedeutet halt auch emotional, authentisch, wertschätzend, achtsam mit seinen Kunden umzugehen. Und ich meine, was ist jetzt gerade in unserem Gespräch passiert? Ja, ich habe quasi mein Autohaus empfohlen, ein paar tausend Leuten über diesen Podcast und ich multipliziere gerade weil ich ein positives Erlebnis damit verbinde. Genauso funktioniert das natürlich auch mit negativen Erlebnissen. Ja. Genau. Das heißt, ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung zu haben, ist eine Geschichte, aber der Service drumherum einfach in Zukunft noch viel, viel bedeutender, weil das letztendlich die Skalierung ist. Das ist die Multiplikation, weil ich es dir erzähle und den tausenden von Zuhörern, die jetzt diesen oder Millionen sind es, glaube ich, Zuhörer, die diesen Podcast hören. Ja. Also, weltweit. Das sowieso, ja. Also ich glaube, ja. Das wird einfach total unterschätzt, sich hier wirklich, ja, es ist immer wieder dieses Nachdenken über Marketing. Ja. Früher habe ich gesagt, ich muss jetzt 1 Million Menschen anschreiben, ohne zu wissen, wer diese Menschen sind. Heute weiß ich allein aus Technologiegründen, aus Datengründen, wer diese Leute sind. Ja. Heute habe ich die Leute vielleicht auch persönlich vor Augen und weiß, was die sich wünschen, wo der Leidensdruck ist. Ja. Und ich glaube einfach, es ist sehr kurz gesprungen, wenn man sich diesem Thema nicht annimmt. Ja. Also ich finde, das beste Marketing, was es doch gibt auf der Welt, ist, mache einen Menschen glücklich. Ja, schön. Ja. Und der läuft los, genauso wie du es gerade beschrieben hast, läuft los und erzählt jedem, wer oder was ihn glücklich gemacht hat. Ja. Und es wird halt, also ich bin ja gelernter Werbekaufmann und ich komme ja aus dem Marketing und dieses ganze Marketing-Thema wird immer so hoch sterilisiert. Was vergessen wird, ist der Mensch. Ja. Und auch da gibt es einen Wandel und das finde ich sehr spannend, also zum Thema Emotionen. Es gibt einen Werbespot von einer bayerischen Automarke und in diesem Spot wird nicht ein Wort gesprochen, sondern es werden nur Emotionen transportiert, was du mit diesem Auto alles erleben kannst. Mhm. Finde ich großartig. Ja. Ja, absolut. Ja. Das ist das, was vor allen Dingen auch hängen bleibt. Ne? Also das ist das, was ich dann letztendlich auch mit der Marke verbinde oder dem Produkt. Genau, und da sind wir dann halt auch wieder bei der Neurowissenschaft. Unser Gehirn kann nun mal nur Bilder speichern. Zahlen, Daten, Fakten können wir nicht langfristig speichern. Das ist das, warum ich ja auch alles, was ich transportiere, immer in Storytelling, in Geschichten, in Bildern transportiere. Weil damit erziele ich, dass meine Klienten mich teilweise nach 3 Jahren anrufen. Und sagen, Herr Lange, genau das, was Sie erzählt haben, genau das ist jetzt passiert.
Genau die gleiche Geschichte. Ja. Ja. Hätte ich ihm nur, wie gesagt, Zahlen, Daten, Fakten vermittelt, hätte er sich nicht daran erinnern können. Und das ist etwas ganz Wichtiges, zu lernen. Aha, unser Gehirn denkt in Bildern. Also wie liefere ich meinem Gehirn Informationen, in welcher Art und Weise? Spannend. Ich würde ganz gern mit dir nochmal so einen kleinen Nebenzweig betrachten, und zwar das Thema Beziehungen oder Netzwerke aufbauen. Wir wissen ja, dass, egal ob privat oder beruflich, Netzwerke existenziell sind, um einfach auch, ja, vom Wissen anderer zu profitieren, in erster Linie natürlich auch so sein eigenes Wissen zu teilen, ne? Also, dass so Beziehungsnetzwerke entstehen können. Wie machst du das? Wie baust du Beziehungsnetzwerke auf? Und vor allen Dingen, wie pflegst du die? Also ich bin da sehr konsequent. Für einen positiven und einen wertvollen Moment reise ich lieber um die halbe Welt, als meine Lebenszeit mit oberflächlichen und destruktiven Menschen zu verbringen. Aha. Ich gehe gerne auf ausgewählte Veranstaltungen, viel auch. Ich schreibe, wie gesagt, regelmäßig Artikel, baue so eine Beziehung zu Menschen auf, zu meinem Netzwerk, weil sie über das, was ich liefere, den Content, den Inhalt, entsteht eine Verbundenheit. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, so oft es geht, suche ich den persönlichen Kontakt. Ja. Also da bin ich, glaube ich, noch so ein bisschen oldschool. Wir können natürlich alles, wie gesagt, digital heutzutage machen, aber gegenüber sitzt, wo ich seine Körpersprache sehen kann, wo ich sein Lächeln sehen kann, wo ich sein Strahlen sehen kann. Das ist mir persönlich unglaublich wichtig. Mhm. Ist auch eine Investition an Energie und Zeit, ne? Die du als Wertschätzung natürlich dem anderen gegenüber einbringst oder aufbringst, um dich mit ihm zu treffen oder ihr. Ja, und es zeigt ja aber auch den Weg und die Erfahrung wirst du auch schon gemacht haben, dass wir nehmen jetzt mal eine Person und an diese Person hast du über einen Weg versucht heranzukommen, der nicht funktioniert hat. Und dann triffst du diese gleiche Person auf einer Veranstaltung, stehst ihm gegenüber und es ist sofort eine Verbindung da. Und plötzlich bekommst du den Auftrag. Ja, das schaffst du nicht über soziale Netzwerke. Nein, das schaffst du nicht. Ja, genau. Ne? Weil es ist ja so, also wie gesagt, da spielt halt immer viel Hirnforschung mit ein und viel Kommunikation. Eine Botschaft, die wir von dem Sender her losschicken, kommt noch lange nicht so beim Empfänger an, wie wir sie meinen. Mhm. Da spielen so viele Faktoren. Wie geht's dem Empfänger gerade? Hat der gerade überhaupt Luft dafür, die Informationen aufzunehmen? Mag der mich? Und so weiter und so fort. Aber genau das, dadurch entstehen diese Missverständnisse. Also die größten Schwierigkeiten in Unternehmen sind Kommunikationsschwierigkeiten. Ich habe eine Botschaft rausgeschickt, ich weiß ja, wie sie gemeint ist und gehe davon aus, dass alle sie so verstehen. Hm. Ist aber nicht der Fall. Ja. Und schon ist die Schwierigkeit da. Ja. Merkt man erst dann, wenn die Missverständnisse dann im Raum stehen. Ne? Genau. Ja. Genau. Dirk Oliver, gibt es ein Projekt im Moment, für das du gerade brennst oder was du leidenschaftlich gern vorantreiben willst? Ja, das ist die Weiterentwicklung meiner Akademie. Mhm. Es wird also eine Live-B-University geben. Das heißt, das Coaching-Programm, was ich jetzt seit über 18 Jahren persönlich durchführe, wird es dann in dem Sinne digital geben mit persönlicher Unterstützung oder digitaler Unterstützung, aber so, dass du eigenständig über einen gewissen Zeitraum in deine Persönlichkeitsentwicklung einsteigen kannst mit allem notwendigen Support, der notwendig ist. Das ist das eine Projekt. Und das zweite Projekt ist, dass ich daran arbeite, noch ein neues Buch herauszubringen.
Schön. Worum wird es gehen? Mein Kernthema: Emotion. Aha, okay. Kann ja nur spannend werden. Ja, definitiv. Also ich finde es beim Schreiben sehr spannend. Ich verlinke auch deine Bücher in den Shownotes. Also das ist auch wirklich hier nochmal eine Empfehlung an alle Zuhörer. Unbedingt hier nochmal reinschauen und sich die Bücher zukommen lassen. Dirk Oliver, ich habe noch so eine kleine Quick Q&A-Session mit dir vor, in dem ich dir ein paar Fragen schnell hintereinander stelle und du einfach ganz spontan aus dem Bauch antwortest, was dir dazu einfällt. Okay? Lieben gern. Ja. Okay. Erste Frage: Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren? Anfangs war es das fehlende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Wenn die Leute heute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Ein Wort. Wertschätzung. Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Dass ich kann dir jetzt genau die Quelle nicht mehr sagen, aber es ging darum, dass viel zu viele Menschen auf dem Sterbebett davon sprechen, was sie alles in ihrem Leben erleben wollten, und viel zu wenige davon erzählen, was sie erlebt haben. Mhm, schön. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Moment, sich da heute schon mal reinzufühlen, ja, dass man dieses Materielle gar nicht mitnehmen kann, sondern einfach sagt, okay, das Wertvollste im Leben ist dann die Rückschau auf das Glück, was man empfunden hat, weil man irgendwie Sachen, Dinge, Wissen miteinander geteilt hat oder Emotionen natürlich. Ja, es ist die Lebenszeit. Ja. Die Lebenszeit steht einfach ganz oben an. Das ist so. Sicherlich, oder ich sag mal Lebenszeit auf einer Stufe mit der Gesundheit. Ja. Weil wenn deine Gesundheit nicht mehr funktioniert, kannst du auch Millionär sein. Kannst du zwar die besten Ärzte leisten, es nützt dir nur rein gar nichts. Ja. Und das ist halt eine Entscheidung, die ich vor langer Zeit schon getroffen habe und du sicherlich auch. Das ist einfach Zeit nicht mehr gegen Geld zu tauschen. Ja. Okay, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Das Wertvollste ist, dass wir nur das eine Leben haben und dass wir beginnen sollten, es zu leben und unsere Emotionen zu nutzen. Mhm. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Also ich benutze gerne ein Bildbearbeitungsprogramm, das nennt sich Canva, mhm, was für so Dilettanten im Grafikbereich wie mich handelbar ist, dass ich mal so ein Instagram-Bild oder so bearbeiten kann. Aber das ist so wunderbar, was heute möglich ist, ohne dass man Photoshop inhaliert haben muss. Genau, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Auch eine super spannende Frage, Mobilität, also mobile Endgeräte. Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was ist so auf deinem Startscreen auf dem Smartphone? Also alle Apps von den gängigen Airlines, da ich halt viel unterwegs bin. Drei sagtest du, ne? Eine Podcast-App, weil ich höre fast jeden Tag Podcasts. Wie heißt die? Vom iPhone hier. Ah, okay, ja, die hauseigene. Mhm. Genau. Und was bei mir in der Tat drauf ist, ist Audible, weil ich wahnsinnig viele Hörbücher höre. Mhm. Ja, ist auch ein tolles Tool, um einfach die Zeit zu nutzen, ne? Gerade so die Wartezeit. Genau, das mache ich, ne? Und ich habe zum Beispiel auch meine Akademie hier ausgewählt von meinem privaten Wohnsitz so, dass ich zu Fuß jeden Tag schön an der Alster spazieren gehen kann. Mhm. Und das ist eine ganz klassische Situation, wo ich dann Hörbücher höre. Mhm. Schön. Was hörst du gern für Musik, um dich auf neue Ideen zu bringen oder dich inspirieren zu lassen? Da bin ich gar nicht so festgelegt. Ich sag mal von Klassik bis Pop alles. Musik, die mir ein gutes Gefühl erzeugt. Mhm. Gerne deutschsprachige Songwriter wie Alexa Feser zum Beispiel mit dem Lied Wunderfinder. Großartig. Mhm. Musst du dir anschauen, das Video auf YouTube.
Verlinken wir. Gerne. Kannst du uns noch einen Film empfehlen? Ja, da gibt es so einige. Wen wähle ich da jetzt aus? Ich würde mal sagen, Shift, das Geheimnis der Inspiration von Dr. Wayne Dyer. Schön. Kommen wir zu den Buchempfehlungen. Kannst du uns so das, dein Buch, dieses eine Buch empfehlen, das für dich einen großen Mehrwert hatte? Also da gibt es sicherlich viele Bücher, die einen unheimlich großen Mehrwert haben. Mhm. Was ich aber wirklich gut finde, ist das Buch von dem Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Mhm. Schön. Eine Gebrauchsanweisung, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen. Das ist halt natürlich genau mein Thema. Ja, stark. Welche drei Mentoren oder auch Interviewgäste für diesen Podcast kannst du uns empfehlen, die wir einfach mal ansprechen für Come to Coach zum Beispiel oder eben den Podcast? Also da hätte ich als erstes die Empfehlung von einem Freund und sehr geschätzten Kollegen. Das ist der Carsten Linke. Carsten Linke ist Mediencoach, also wirklich ein Profi, begleitet unglaublich viele Prominente. Mhm. Alles, was zum Thema Ausdruck, Sprache und so weiter zu tun hat, macht viel für einen Fernsehsender in Köln. Den empfehle ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite einen weiteren Kollegen, das ist der Stefan Dudas aus der Schweiz. Ist Business-Expert für Sinngebung. Finde ich unglaublich gut. Und der dritte, ob er es macht oder nicht, weiß ich nicht genau, aber der Hermann Scherer ist sicherlich auch faszinierend, was er transportiert. Ja, schön. Dick Oliver, wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angekommen. Vielleicht zum Schluss noch, vielleicht kannst du uns sagen, wie wir dich am besten erreichen können. Und natürlich, was so dein bester Tipp ist für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Also am besten erreichbar bin ich über die Website unter www.dirkoliverlange.com. Mhm. Das ist momentan noch verbunden, auch mit der Akademie. Ansonsten bei den gängigen sozialen Formaten wie Xing, LinkedIn, Facebook etc. Da findet man überall alle Kontaktinformationen. Und das letzte war eine Empfehlung, sagtest du, ne? Ja, deinen besten Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Ja. Macht euch frei von dem, was andere Menschen von euch erwarten und fangt an, euer eigenes Leben zu leben. Dann werdet ihr glücklich. Schön. Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit und für den wertvollen Input, den du uns heute gegeben hast und freue mich auf unser nächstes Mal. Wo du gerade Input sagst, ich würde gerne deinen Hörern noch ein kleines Geschenk machen, wenn ich darf. Wow, ja, gern. Und zwar verlinken wir das am besten in den Shownotes. Also jeder, der sagt, wow, hat mir gefallen das Interview, da würde ich gerne mehr lesen, dem möchte ich gerne mit einem Gutscheincode 15% Rabatt auf mein Buch Jammerlappen Express geben. Ob nun als Buch oder in der Hörbuchversion, kann jeder selbst entscheiden. Mhm. Und dazu, wie gesagt, den Gutscheincode eingeben. Und wenn sich jemand jetzt schon so fühlt, dass er sagt, jetzt ist der Kick da, dass ich mich bewege, dass ich etwas ändere in meinem Leben, dann biete ich noch 10% auf das Basiscoaching mit dem Kennwort Markenrebell. Mhm. Und das Ganze bis, ja, sagen wir Ende Mai. Stark. Große Klasse. Vielen, vielen Dank im Namen auch der Markenrebell-Community von allen Rebellen und Rebellinnen. dann vielen Dank, Dirk Oliver, und ja, bis ganz bald. Ich danke dir, hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Mir auch, vielen Dank. Also, liebe Grüße. Dir auch, bis dann, ciao.
Ciao. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content, ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come to Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter Come to Coach, also Come, Zahl 2, Coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.